Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiges Video wird endlich mal wieder ein Storytime und bevor ich das Thema direkt adressiere, würde ich euch sagen, ich erzähle euch erstmal, wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Vor ein paar Wochen waren mein Mann und ich zusammen essen und waren halt in einem unserer Lieblingsrestaurants hier direkt bei uns in der Gegend und naja, wir waren halt am Essen und am Schnacken und hatten einen total schönen Abend. Irgendwie, ich glaube, es war ein Freitagabend und wir haben halt gesagt, oh, schön, ich habe morgen frei, bla bla, endlich mal ein freies Wochenende und weiß ich nicht, die Laune war super, wir haben uns wundervoll unterhalten, es war ein echt toller Abend. Nach dem Essen ist er dann halt aufgestanden, weil er zur Toilette musste und ist halt so um den Tisch rumgegangen und geht so um mich rum. Und auf einmal bleibt er halt stehen und ich war so, hat er vielleicht was vergessen oder keine Ahnung, will er sein Handy mitnehmen oder was auch immer. Und er sagt so, Schatz, was hast du da? Und ich finde, das ist halt irgendwie die blödeste Art, irgendwas anzusprechen überhaupt, weil das Ding ist, der Unterton in der Stimme sagt halt schon, oh mein Gott, das ist nichts Cooles, was du da hast. So, oh mein Gott, I love your new earrings. Oder, keine Ahnung, es klingt halt schon voll negativ. Und ich war halt so, oh mein Gott, was ist da? Sitzt mir irgendwie eine Spinne auf dem Kopf? Oder ein Frosch? Oder, keine Ahnung. Was so, was? Mach weg, was ist da? Und er war nur so, kann ich nicht wegmachen? Und ich war nur so, was ist es denn? Rede doch, Mann. Ich war halt voll genervt. Und er guckt so, und ich werd voll hektisch und mach halt so, weil ich dachte, mir sitzt irgendwas auf der Schulter. Und dann meinte er, Schatz, guck dir das mal an. Er nimmt halt mein Handy und macht ein Foto von meinem Kopf. Und ich war nur so, was macht der denn da? Schwachsinn so, ne? Und stellt sich raus, als ich mir das Foto anguck, ich habe kreisrunden Haarausfall. Und viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich denken, JJ, Schwachsinn, guck mal deine Haare an, so voll lang, voll voll, so, was laberst du für ein Bullshit? Und ganz ehrlich, ich habe auch erst gedacht, er würde mich verarschen, bis ich das Foto gesehen habe. Ich weiß, viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich denken, JJ, ganz ehrlich, what the fuck erzählst du da? Guck dir mal deine Haare an, ich sehe auch eure Kommentare unter meinen Videos und unter meinen Instagram-Fotos. By the way, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, lebt wahrscheinlich hinter Mond. Viele von euch schreiben immer sowas wie, oh mein Gott, deine Haare sind on fleek und oh mein Gott, deine Haare und Hair Goals und whatever. Ich sehe das und ich freue mich tierisch über all diese lieben Kommentare, die ihr mir schreibt. So blöd wie das klingt, ich liebe meine Haare selber auch total. Ich liebe die Länge, ich liebe es, wie voll sie sind. Ich hasse das, dass ich irgendwie Wellen und Locken habe. Ich hätte sie halt gerne immer so, wie sie jetzt gerade sind. Vielleicht ein bisschen gesünder, aber mal davon abgesehen, liebe ich meine Haare halt auch echt total. Ich kann die ganzen Mädels bei Germany's Next Topmodel halt irgendwo schon verstehen, wenn es Umstyling heißt und sie die abschneiden müssen. Naja, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn es dich so sehr stört und du schon vorhast, oh mein Gott, ich will mich bei Germany's Next Topmodel bewerben, musst du mit dem Umstyling rechnen. Naja, anderes Thema. Auf jeden Fall liebe ich meine Haare und es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich sie endlich so lang und schön bekommen habe, wie sie jetzt mittlerweile sind. Ich kann euch gerne hier mal ein Foto einblenden, wie das vor ein paar Jahren halt noch aussah bei mir. Und so blöd wie es klingt, mir liegen sie halt echt mega am Herzen. Und die Tatsache, dass irgendwas mit meinen Haaren nicht stimmt, stresst mich richtig. Ich habe mich dann halt informiert und in so einer Situation ist meine Mama immer die erste Person, die ich anrufe. Für diejenigen von euch, die es nicht wissen, meine Mama ist examinierte Krankenschwester und weiß ich nicht, immer wenn ich irgendwas habe, so rufe ich sie halt sofort an, weil ich immer das Gefühl habe, sie weiß halt alles. Dann habe ich ihr halt auch das Foto geschickt und sie meinte so, oh mein Gott, so stress dich nicht zu doll, ist alles gut, geh damit zum Arzt, das wird alles schon und ja. Naja, um das Ganze so ein bisschen vorwegzunehmen, nein, es ist nicht diese berühmte Altmännerplatte, die man hier hinten irgendwie so auf dem Hinterkopf in der Mitte bekommt, die aussieht, als sei einem UFO auf dem Kopf gelandet. Und nein, es ist auch keine richtige Erkrankung, sag ich mal, in dem Sinne. Es gibt diese eine wundervolle deutsche YouTuberin, Eileen Celine heißt sie. Sie hat ja wirklich, dass sich bei ihr dieser kreisrunde Haarausfall so krass ausgebreitet hat, dass sie irgendwie gar keine Haare mehr am kompletten Körper hat. Ich bewundere sie total, weil in dem Moment, ich musste sofort an sie denken und ich war nur so, oh mein Gott, ich habe auch bald keine Haare mehr. Ich bekomme eine Glatze. So, das war für mich so krass schlimm und ich habe nur gedacht, ganz ehrlich, stell dich nicht so dumm an. Du hast ein 2-Euro-Stück großes Loch, vielleicht ein Stück größer an der Seite von deinem Kopf und Eileen hat gar keine Haare. Stell dich nicht so dumm an und übertreib nicht. Auf der einen Seite steigere ich mich dann immer in sowas rein, auf der anderen Seite denke ich mir immer so, stell dich nicht so dumm an. Es ist halt immer wie so, Engel und Teufel sitzen mir auf der Schulter und reden miteinander und ich stehe in der Mitte und denke nur, what? Naja, ich habe mich dann halt so ein bisschen informiert und mich ein bisschen schlau gemacht und mit meinem Hautarzt telefoniert und wir sind dann halt zu der Erkenntnis gekommen, dass es bei mir stressbedingter, kreisrunder Haarausfall ist. Das Ding ist halt, wer meine Videos schon so ein bisschen länger schaut oder sag ich mal,
ein knappes halbes Jahr schaut, wird das Video gesehen haben, nie wieder YouTube oder Real Talk, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt. Es ist das, wo ich wie so ein Chit-Chat Get Ready With Me mache und halt so ein bisschen allgemein über mein Problem mit Social Media rede. Genau, ich glaube, es heißt, ich hasse Social Media, so heißt das. In dem Video rede ich das erste Mal darüber, dass es mir persönlich halt im Moment echt nicht gut geht und dass ich gerade durch eine Phase in meinem Leben gehe, wo es halt im Prinzip schon schöner sein könnte. Ich probiere das Ganze halt immer so ein bisschen von mir wegzuschieben und zu sagen, komm, dein Leben ist wundervoll, konzentriere dich nicht immer so aufs Negative, aber geht's halt gerade einfach nicht so gut. Und nein, ich werde jetzt nicht heulen, weil nicht ist halt auch irgendwie echt nicht Thema dieses Videos, aber ja. Wird schon alles wieder und ich darf mich da jetzt auch nicht so reinsteigern, weil sonst wird es wieder schlimmer. Auf jeden Fall scheint dieser Stress oder diese Down-Phase, sage ich mal, die ich gerade so ein bisschen habe, sich halt unterbewusst oder irgendwie halt schon in meinem Körper zu äußern. Und der stressbedingte kreisrunde Haarausfall ist vielleicht so, wie sich das bei mir äußert. Problem an der Sache ist halt nur, dass mich persönlich der stressbedingte kreisrunde Haarausfall mega stresst. So, das macht es natürlich nicht besser. Wäre natürlich total cool, wenn ich irgendwie sagen könnte, ganz ehrlich, drauf geschissen, so ist halt so, who cares, YOLO, sind halt nur Haare. Kann ich aber ganz ehrlich nicht. Fällt mir super schwer und ich denke mir nur so, wie soll ich denn meinen Stress reduzieren, wenn ich jetzt wieder eine neue Sache habe, die mich zusätzlich stresst. So, das ist ja irgendwie nicht ganz so einfach. Was ich halt die letzten Wochen, seitdem ich es entdeckt habe, probiert habe zu machen, ist einfach so ein bisschen runterzufahren und zwischendurch so meinen Zeitplan so ein bisschen entspannter zu machen und Sachen rauszulassen, die nicht 100% notwendig sind. Und ich muss schon sagen, es hat mir ein bisschen geholfen. Ja, aber das ist halt jetzt einfach ein Thema, womit ich mich so ein bisschen befassen muss, dass ich sozusagen vielleicht probiere, so ein paar Sachen aus meinem Leben auszusortieren. Keine Sorge, YouTube wird es auf gar keinen Fall sein, aber ich muss halt irgendwie probieren, mein Leben wieder so ein bisschen in eine etwas sanfter laufende Bahn zu kriegen, ohne die ganze Zeit von A nach B zu rennen. Und irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich denke halt, dass es für mich persönlich in kommender Zeit ganz, ganz wichtig sein wird, dass ich mir auch zwischendurch so ein bisschen Zeit für mich nehme und nicht immer zu allem Ja sag und auf einmal irgendwie 8 Verpflichtungen an einem Tag habe, sondern dass ich halt auch irgendwann mal gucke, so an allererster Stelle muss es mir gut gehen, bevor ich mich um jemand anderen kümmern kann. So versteht ihr, was ich meine. Naja, ich habe nicht vor, dass dieses Video jetzt 1 Million Stunden lang wird und dass ich euch meine ganze Lebensleidensgeschichte, was auch immer, erzählt, sondern ich denke, ich zeige euch jetzt das, worauf ihr alle gewartet habt, und zwar ist es das Loch an meinem Kopf. Ja. So, hier ist es. Das ist mein kreisrunder Haarausfall. Wunderschön, I know. Meine Bitte an euch an dieser Stelle ist nur, dass ihr so ein bisschen respektvoll mir gegenüber seid. Ich weiß, ich bin mir definitiv der Tatsache bewusst, dass es 1 Milliarde Leute dort draußen gibt, denen es schlechter geht und die viel größere Probleme haben und die richtig schlimme Krankheiten haben. Und selbst wenn ich eine Glatze bekomme, dann ist das halt so. Ich wollte euch nur von meiner Story erzählen und das, was mir passiert ist und das, was ich halt so ein bisschen probiert habe, so ein bisschen geheim zu halten und wo ich halt immer so ein bisschen in letzter Zeit aufpasse, dass es keiner sieht. Ich habe halt einfach gesagt, nee, ganz ehrlich, es gibt ganz sicher dort draußen Leute, denen es genauso geht. Und ich wollte euch nur sagen, ihr seid damit nicht alleine. Ich hab's auch und im Zweifelsfall ist es halt so. Man kann es ja nicht ändern. So, klar, ich würde jetzt gerne sagen, so, Haare sind wieder da, Loch ist weg. Kann ich aber nicht. So, was soll ich deshalb tun? Werde ich jetzt immer so mit dieser halb hoch, halb runter Frisur Legolas Gedächtnis rumlaufen? Nein, definitiv nicht. Werde ich, wenn es sich nicht anders ändern lässt und das Loch größer und größer und größer wird, mir die Haare abschneiden und eine Glatze rasieren? Denke schon. Aber bis dahin werde ich meine Haare rocken und feiern und hin und her flippen, wie ich das gerne möchte. Und ich denke, ich habe auch mehr als das Recht dazu. Ja, ich denke, das ist alles, was ich für heute zu erzählen habe. Ich hoffe unglaublich, dass euch dieses Storytime-Video gefallen hat. Falls das der Fall ist, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und einen lieben kleinen Kommentar unten in der Kommentarbox freuen. Wenn ihr diese 2 Sachen abgehakt habt, bleibt nur noch 1. Das wäre ein Abo, dann haben wir das Triple. Meine Lieben, ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag.